Ja, hallo und hallo hier, meine lieben Freunde. Und damit darf ich Sie in einer Folge von Sparks Challenge begrüßen. Was in der letzten Folge passiert ist, weiß ich gar nicht, weil die am Samstag. Ach, genau. Wir wollten ja nochmal kläglich versuchen, eine Höhle zu finden. Deswegen glaube ich mich jetzt einfach mal auf Höhe 18. Ja, 18, einfach weil ich selbst 18 bin. In die Richtung, warte, bis wir was finden. Eine neue Aufnahmetechnik mit. Wie viel Spitzhacken haben wir eigentlich? Auf das reicht. Neue Aufnahmetechnik mit nur noch OBS-Sound und kein Audacity mehr, weil wegen. Wird beim Zusammenschneiden asynchron. So wisst ihr, was ihr wissen müsst, habe ich ja erzählt. Erläutere ich in der Morgen-Retro-Folge nochmal ein bisschen genauer, wenn ihr da mehr wissen wollt. Deshalb guckt da rein, da bin ich davor aufgenommen. So. Hier ist Eisen, das ist toll, das kann man mitnehmen. Ich möchte aber einen Dungeon finden und kein Eisen. Ich weiß echt nicht, warum ich so viel Pech habe bei Dungeon Suche. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich meine, ich möchte doch nur einen Dungeon finden. Einen einzigen. Ist denn das wirklich? Ja, ich grabe jetzt einfach weiter. Ja, und wir sind hier nun wieder bei der weiteren. Also, was ist schon mit dem Dings hier los? So. Hey! Hey! Dungeon Suche, dass wir mittlerweile die wir immer noch nicht gefunden haben, den Dungeon. Was wirklich kacke ist, weil wir. Oh nein. Und wir scheinen jetzt nicht mal eine Höhle mehr zu finden. Das ist ja noch viel toller. Was, die Musik, oder? Oder habe ich da was? Ne, war die Musik. Ich kann auch auf dem Bildschirm spielen, dann seht ihr mich ein bisschen besser. Wäre doch toll, oder? Da wird aber die Soundqualität schlechter. Deshalb lasse ich das mal. Warte mal, ich würde mich am liebsten. Lass mal. Ich muss noch ein bisschen lernen, wie ich mit dem neuen Stuhl sitzen möchte. Ist gar nicht so leicht. So. Genau so möchte ich sitzen. Warum hau ich eigentlich da eine Fackel, wenn ich nachher sowieso das Teil direkt wieder abbaue? Höhle? Nein. Dankeschön. Grab mich jetzt weiter geradeaus, bis ich ein Stück von der Höhle finde. Hallo, Höhleneingang. Ich sag mal, kann man da sagen, wo die scheiß Höhle ist? What the fuck? Für Lava und Wasser und alles Tole. Also wenn ich mich jetzt gerade wirklich komplett an der Höhle vorbeigrabe, dann kriege ich so ein bisschen Krebs. Skelette gibt es in der auch. Ich hoffe, da finde ich auch ein paar. Ja, danke schön. So. Hi Höhle. Ich habe schon viele deiner Sorte kennengelernt. Ich hoffe, du bist anders als die anderen. Und gibst mir das, was ich so sehr brauche. Ein Dungeon. Hallöchen auf dem Klöchen. Hi, hi, hi. Hi, 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 tatai. Space Taxi to the Sky. Hi, 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 tatai. Gib mir jetzt einen Scheiß-Dungeon. Space Dungeon to the Sky. Finde ich nicht wunderschön. Lava. Mr. Lava, Lava. Lava. Da, oh,
Ja, genau. Sneaken bringt bei Lava viel, Patrick. Nee, das ist nur Gravel und zwei Zombies. Echt, dann hickst du? Oh, cool, unsere allererste Schlucht. Hey. Rettet der sich eigentlich mit Porten? Ich sollte weg von der Schlucht gehen, wenn ich gerade eine Enderman geschlagen habe. Unsere erste Spalte in dem Projekt, ne? Alter, wie viel Wasser. Wow! Hier ist eine Hexe, what the fuck? Ich hab die gar nicht gesehen, ey. Kann man da auch den Schaden eigentlich ein bisschen verhalten? Nee, ne? Ich hasse das, dass deren Angriff dich einfach auf ein halbes Leben runter macht. Gut, hier ist es ja sonst nichts. Gut, eine Spalte haben wir gefunden. Kann nützlich sein, kann uns zu einem Dungeon führen, kann auch total useless sein. Warum ist hier. Also, warum ist hier Kabel? Ja, weil wegen hier war Lava mal. Da müsste aber auch Obsidian sein oder so. Ist da drinnen was? Ist hier drinnen nicht was? Dame. Dame Akayona. Wo war denn die scheiß Hexe, ey? Aua! Ich brauch Luft. For fuck's sake, Luft. Okay, hier können wir kurz bleiben, denke ich. Ne, wir gehen nachher, glaube ich, Richtung da hinten. Oder ist da unten noch irgendwas? Oh ja, da ist Lava. Jetzt weiß ich, wo der Kabel herkommt. Uiuiui, wo die scheiß Hexe ist, weiß ich bis jetzt immer noch nicht. Irgendwo da oben so. Wann müssen wir noch da hinten? Sehr gewagt gerade, muss ich sagen. Aber irgendwie müssen wir ja dahin, wo wir wollen. Irgendwie müssen wir ja dahin kommen, wo wir wollen. Und das sollten wir schaffen, ne? Das ist da hier. Na gut, was heißt, wir wollen dahin? Wir wollen. Ist das auch Wasser? Es gab gerade so ein komisches Geräusch irgendwie. Ist da oben? So eine Höhle? Ja, da ist ein Skelett. Was geh du einfach weg, ich muss was essen. Wow. Ich hatte keine Pfeile mehr. Hallöle, hallöle. Es springt nicht über mich, ey, wie so ein. Wie eine Spinne. Zerkratzt dir nicht die Nase. Zitat aus Remnant, rein Projekt von mir, guckt's an, danke. Das Wasser. Hier ist ja überall Wasser und überall Schlucht. Und kein Dungeon. Kriegt die Krise. Warum konnte die Aufgabe nicht heißen, finde eine Schlucht? Ist das da oben wirklich die. Wo dieses Wasser auch herkommt, wie weit oben die Quelle ist, ey. Das ist ja geisteskrank. Gefunden.
Dungeon. Dungeon. Kein Dungeon. Dungeon, Dungeon. Dungeon. Dungeon, Dungeon, Dungeon. Aua, Dungeon. Okay, Dungeon. Hierhin. Dungeon Dice Monsters. Würde da relativ kein ungern runterfallen. Dungeon. Dungeon. Warte, ich komme runter zu euch. Warte doch. Oh fuck, ich habe nicht mehr viel Leben. Fuck, ich sterbe. Wartet. Hui. Ich lasse ja schon mein Leben recken. Dann können wir gegen die fighten. Aber so schlecht sieht es ja nicht aus da unten für den Dungeon. Ich muss kurz eine SMS checken, weil meine Schwester wollte irgendwas von mir. Was will sie denn? Ich habe geschrieben, ob sie schon daheim ist und sie hat 3 Daumen zurückgeschrieben. Ich habe gedacht, ich muss jetzt irgendwas im Haushalt machen, aber. Keine Ahnung. Und ich glaube, jetzt habe ich mich direkt vor dem Teil. Sah gerade so aus. Bald vollgereckt? Dann gehen wir da wieder raus in den Kampf. In meinen Kampf. Ist das eine Spinne? Nee, die würde auch Geräusche machen. Wahrscheinlich. So, Leute, was wollt ihr denn? Drei Skelette. Ich meine, warum nicht? Ich meine, ich müsste da theoretisch raus, aber. Wir recken nochmal. Wir gehen da gleich raus. Aber ich höre da immer mehr. Könnte es sein, dass da unser Spawner ist? Ich habe die letzten Folgen schon so oft gedacht, dass es ein Spawner wäre und es war keiner. Deswegen hege ich jetzt leider auch nicht übergroße Hoffnungen da rein. Ich meine, es wäre schön, na klar, aber. Man, da hinten ist noch mal einer. Ein Skelett so. Warte, ich töte noch kurz den Creeper, müsste ja nicht locker gehen. Skelett-Spawner? Doch nicht. Ich brauche aber einen Spawner. Ich brauche ihn. Brauche ihn. So. Skelett-Spawner, Spinnen-Spawner, Zombie-Spawner, Spawner, 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 Spawner. Irgendwo, irgendwer, irgendwie, irgendwann. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Brauche ich einen Spawner und das ganz, ganz, ganz schön schnell. Weil diese Scheiß-Challenge kostet mich so viel Zeit. Geh mal weg. Bam, bam, ba. Ja, ha. Oh, ich wollte gerade freudig zu dir rüber, du. Und springen. Das war waghalsig. Ich habe mir gerade kurz überlegt, ob ich da runterspringen soll. Und dann habe ich mir so gedacht, nee, habe ich einen Pfeile voll. Ah, guck mal. War nicht geplant, glaubt mir, das war nicht geplant.
Eigentlich wollte ich genau das vermeiden, was gerade passiert ist. Uiuiuiuiui. Ich mal zu den Typen darüber. Wenn möglich mit einer Spitzhacke. Nicht mit einer Schaufel. Oder wir gehen mal hier rein. Spawner. Spawner, hallo. Könnt ihr mal sagen, warum ihr den armen Creeper getötet habt? Das war nicht meine Schuld. Wie schnell schießt der eigentlich, Alter? Fick dich, Varus. Alter Verwalter. Nee. Spawner. Oh, hey, Creeper. Ah. Ist eigentlich auch Creeper-Spawner? Weiß das jemand? Glaub nicht. Oder doch? Mein, relativ viele Creeper gibt es ja schon, wa? Aber dennoch weit und breit kein Spawnerli. Ja, egal. Dann würde ich sagen, was ist mit der Folge heute? Wapp, so ein paar Pfeile in mir. Egal. Ich glaube fast, wir sind auf einer heißen Spur, den Spawner endlich zu finden. Es sind eigentlich relativ viele Sachen da, wo wir sind. Es kann gut sein, dass es da auch einen Spawner gibt. Ich bin gespannt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da oder wenn ihr irgendwie eine Ahnung habt, wie ich schnell an einen Spawner komme. Unten in die in die Kommentare. Ja, wie gesagt, unten in der Beschreibung findet ihr Links zu den ersten Folgen unseres Blazes-Projektes und auch Links zu Twitch, Twitter, Instagram und YouTube, Facebook und Proxo. Alle Social Media Sachen unten in der Beschreibung. Bitte guckt da mal rein. In der nächsten Folge werden wir dann weiter nach dem Spawner suchen und ihn hoffentlich endlich finden. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und ja, dann danke fürs Zuschauen, euch noch einen schönen Tag. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Außer also, tschüssili.